Es war einmal ein Hofnarr, dessen Aufgabe darin bestand, seinen König zum Lachen zu bringen. Wohlan, möge er beginnen. Wer sitzt denn da in seinem Thron und furzt mit hellem hohen Ton? Es ist der König, musst du wissen. Jetzt hat er ins Kostüm geschissen. Was hockt denn da auf seiner Nase? Ne fette Fliege aus Mombasa. Vor Lachen krümmt er sich am Boden. Mein Schnabelschuh trifft seine Hoden. Zum Schluss, dem König zum Gefallen, tu ich noch seine alte knallen. Ja, so ist es nun mal. Freunde, ich bin so froh, hier zu sein. Ich bin gerade gelandet, müsst ihr wissen. Und wisst ihr was noch? Ich habe so eine große Angst. Ich bin vor 2 Stunden in Athen in das Flugzeug gestiegen und plötzlich sagt die Stewardess zu mir, ich möchte Sie mit den Vorsichtskehrungen vertraut machen. Ich sage, wie bitte? Ich dachte, das Flugzeug ist der sicherste Mittelmeerreiseverkehr von der Welt. Sagt sie, schauen Sie mal unter Ihren Sitz, da befindet sich eine Westenschwimmer. Ich schaue nach und da ist nicht einmal ein Anbadezug. Du, ich stehe auf voller Schweiß, mit der Angst, Schweiß, Angst, wie auch immer, auf der Stirn, vorn zum Kapitän und sage zu Kapitän, Malaka, zeigst du mir erstmal deine Scheinführer und dein Papierflugzeug. Weißt du, was der blonde Kochkäse 3 zu mir sagt? Ich soll mich beruhigen. Ich sage, wie bitte, ich soll mich beruhigen. Deine blonde Frau dahinter mit Mikrofon, macht ihr alle verrückt und sagt, gleich fallen aus der Decke Stoffsauermasken bei Abfalldruck. Und dann kommt auch noch seine Frau vom Pilot, nimmt mich, schnappt mich, setzt mich auf die Sitz und fesselt mich mit der Angurtschnalle. Plötzlich geht alles in die Luft, also Flugzeug hoch. Und dann verspüre ich so auf meine Feldtrommel so Druck und bin ich direkt eingeschlafen. Dank, naja. So, auf jeden Fall, nach einiger Zeit höre ich so Klatschen und so Applaus. Und ich dachte mir, hu, ich stehe mal auf und bedanke mich, man weiß ja nie. Auf jeden Fall steige ich aus dem Flieger raus und beobachte, wie die Menschen gehen alle in so eine Halle und jeder nimmt sich von so einer lustigen Karusselltombola so einen Koffer. Und ich habe mir gedacht, hey, dann schnappst du dir auch gleich ein geteilt Kofferset. Danke, bis zum nächsten Mal, ich muss los.